Herzlich willkommen zurück bei Wizen 3, Titan Nords auf Tagarigua, der Insel, wo sich die Inquisition befindet. Genau, und hier müssen wir nochmal, jetzt haben wir Red gefunden. Der Typ, der uns da irgendwie so volumenmäßig fertig gemacht hat und unseren Körper übernommen hat. Aber erstmal aktivieren wir hier den Teleporter. Geht doch. Teleporter aktiviert. Schauen wir mal auf die Karte, ne? So. Grauen aus der Tiefe, ja, da hat sich wieder so ein böses Monster angeschlichen. Oh Gott. Werde Voodoo-Meister. Kontrollverlust im Anwurf. Das Spiel ist aus. Ich habe mit Red noch eine Rechnung offen. Wenn alles vorbei ist, sollte ich mich nochmal um ihn kümmern. Kriegen wir hin. Und da müssen wir irgendwie den Typen, der die ganzen Verheimnisse verraten hat, mit dem Trank des Vergessens befüllen. Hey, was willst du hier? Raus aus meiner Küche! Wenn du mich vollquatschst, brennen mir nur die Kartoffeln an! Oh, das hat sich gerade erledigt. Was wolltest du? Okay. Aua! Was zur Hölle sollte das denn? Halt die Klappe, du Weichei. Hatte ich da was im Haar? Ja. Oh, danke. Sehr gerne. Du bist Koch? Ich bin bestimmt kein Koch, verdammte Kacke. Was machst du denn hier in der Küche? Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die feinen Herren ihr Essen und Trinken bekommen. Ich hab mich wohl nicht besonders schlau angestellt, als entschieden wurde, wer der neue Koch ist. Soll sich bloß keiner beschweren, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich streck die Pampe schon mit allem, was ich finden kann, damit es für jeden reicht. Keine Ahnung, wie Osorio das damals hingekriegt hat. Wo hast du das gute Zeug versteckt? Das gute Zeug? Das, was du den anderen vorsetzt, isst du doch bestimmt nicht selber. Na schön. Hier, damit du Ruhe gibst. Vielen Dank. Die Leute mögen dein Essen nicht? Es sagt ja keiner so direkt, aber wenn ich mein Essen schon nicht mag. Ich bin Soldat, verdammte Scheiße. Ich sollte Leute erschießen und nicht kochen. Lass mich jetzt weitermachen. Ich muss Roquefort seinen Wein warm machen. Warmer Wein? Da kann ich auch gleich mehr Wasser trinken. Da hat man mehr Spaß dran. Ich weiß, aber er mag ihn so und ich werde den Teufel tun, ihn unglücklich zu machen. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen möchtest. Mut antrinken, Schmerzhütter ist was Wundervolles, ein Schluck, bla bla bla. Medikus lernen, Fleischfresser lernen. Heil dich durch das rohe Essen von Fleisch. Na, das muss ja nicht sein. Lass uns handeln. Von mir aus? Machete, Glücksbringer. Viele Eingeborene tragen einen Glücksbringer. Alchemie, kugelsicher, kritische Treffer. Bloody Mary. So. Jetzt haben wir ein Haar von dem Kameraden. Vom Brennen verstehe ich nichts. Rodriguez. Hey du. Du kommst doch von draußen, oder? Wie ist die Lage dort? Düster. Verdammter Mist. Ist doch gut bewacht hier. Bewacht? Überwacht meinst du wohl? Hör mal. Ich probiere seit Tagen hier rauszukommen. Aber wenn man ohne Erlaubnis abhaut, wird man getötet. Uncool. Weißt du etwas über die Fuego? Weißt du etwas über die Fuego? Ich überhaupt noch nachfragen. Hm. Doch schon längst er ist nachts verschwunden. Sprich doch mal mit den Nachtwachen. Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Das, was du kannst, was vielleicht interessant wäre, Büchsenmacher lernen. Du kannst an einer Werkbank Pistolen und Flinten aufrüsten und reparieren. Donnerflinte. Magiesicher. Das ist alles wieder nur so halb interessant. Was kannst du denn verkaufen? Was? Bombe, Stoßlinge.
Karabiner. Pistolen, Armbrüste, Brüste. Ich schätze, du hattest schon bessere Tage. Das kannst du laut sagen. Diese Insel ist das reinste Pulverfass. Auf der einen Seite steht Sebastiano und auf der anderen die Schattenviecher. Und beide sind mordsgefährlich. Was weißt du über die Schattenwesen? Nicht viel. Nur, dass sie jeden töten, der ihnen im Weg steht. Und dass sie aus einer dunklen Höhle im Inland kommen. Verdammte Schatten. Das war hier alles mal wunderschönes, belebtes Land. Und jetzt das. Wir sind sowieso bald alle tot, wenn nicht bald etwas geschieht. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Wer will das schon? Was ist mit Sebastiano? Eigentlich ist er ein sehr verantwortungsvoller Mann. Er ist verantwortlich für den militärischen Drill in Puerto Sacarico. Aber neuerdings ist er völlig verrückt geworden. Aha. Ja, seit er aus der Totenkopfhöhle zurück ist, ist er wie verändert. Verstehe. Du hast eine Erlaubnis erwähnt. Ein Versetzungsschreiben. Sebastiano könnte noch eins in seinem Büro haben. Nicht für mich, aber für einen Soldaten, der bei dem Vorstoß in die dunkle Höhle verreckt ist. Hm. Was würdest du mir denn geben, wenn ich dir das Schreiben besorge? Dir geben? Na, alles, was ich habe. Sehr gut. Ich besorge dir das Versetzungsschreiben. Tatsächlich? Hm, dann sei aber bloß vorsichtig, hörst du? Lass dich nicht erwischen. Nee, klappt schon irgendwie. So, wo sagt denn die Karte? Soll ich jetzt noch mal hin? Eingekocht. Ja, Rockford ist das Ziel. Steck ja nichts ein. Nein. Das ist die Kammer für die Dingsbumsens. Und oben ist wahrscheinlich das Büro, genau. Besser, du fasst hier nichts an. Hier steht was. Demnach war McFlane der einzige Schütze, der alle 5 Kugeln genau in die Mitte getroffen hat. Den Beweis für sein Können stellte er auf einem Dach in Puerto Sacarico zur Schau. Na, irgendwo ist eine Überseeschlacht. Benimm dich hier! Ja, entspannt euch doch mal, Leute. Die werden uns nicht kriegen. Auf ein Dach wird eine Zielscheibe ausgestellt. Okay. Ist was? Drecksack. Das ist der Soldat, Rodriguez, hatten wir auch schon gequatscht mit. Alles noch Wachen, die hier rumtingeln. Was zum Gaga ist hier was los? Was zum Gaga? Lady Gaga ist los. Oder so. So, was haben wir hier? Ach, die Hütte, wo wir die Flinte gefunden haben. Wir haben ja noch diese andere Zauber, rechte Hand. Können wir den mal hintun? So, den Proviant jetzt nach rechts. So. Das ist schon mal etwas. Schwupps. Meins.
meins. Und eine verschlossene Truhe. Angenehm. Angenehmer Fund. Na, wie bist du, Soldat? Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Okay. Es geht so viel einfacher, die Sachen aufzuheben. Dieses schwarze Schwein. Versteckst du dich nie hinterm Haus? Gut an. Lecker Hähnchenkeule. Silberbecher. Klauen wir da Sachen durch die Wand durch? Ja. Höchstwahrscheinlich. Meins? Überschwebende Gegenstände. Muss auch abgefahren aussehen. Okay. Krug, Werbank, Truthahn. Keine Zielscheibe auf dem Dach. Ganz kurz. Gegenstände. Angeblich da vorne. Gehen wir doch nochmal hier. Schnieke Stube. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar nicht zu klauen. Hey. Mach hier keine Dummheiten. Ach, ihr nervt mich doch. Ah, da ist sie. Tada, Zielscheibe halten. Sammlung, Zielscheibe, Schrotflinte plus 10. Der Arm schon mal dran geflickt. Und danach müssen wir wiederkommen und das Versetzungsschreiben holen. So. Die Richtung vom Strand können wir noch mal kurz erkunden. Nämlich schon die erste gefährliche Schildkröte. Wer weiß, was die hier anrichten würde. Dass sie sich auf einmal in einen Ninja-Turtle verwandelt und die Menschen niederprügelt. Das wäre fatal. Für unsere Spezies. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Na? Oh, kippt die langsam um nach vorne. Armes Krabbeltier. Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Das tat weh. Wie die fetzig weggeflogen, die Sau.
Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Er steht nicht mehr auf. Warum sollte er auch? Er hat ja gesehen, dass er keine Chance hat. Böser Krabber. Großer Krabber. Das tat weh. Riesenkrabber ist tot. Was verbirgt sich denn da oben in der Höhle? Lass mal den Strand hier zu Ende inspizieren. Ja, hier. Das ist noch ein Bärchen. Ah, das sieht aus wie so ein Voodoo. Ein Voodoo-Eck. Oh, warte. Was ich doch sehr angenehm finde, muss ich mal so bemerken. Es gibt kein Mana. Das ist so schön. Nur keine Sorgen machen, wie oft kann ich noch zaubern. Was muss ich tun, damit er stirbt? Wie viele Mana-Tränke muss ich mir reinziehen? Trank der Magie. Macht aber wirklich nicht wenig gut. Ich bin kein Goldschmied. Aber das bin ich. Meine Haarsträhne. Ja, wir haben wieder unseren Voodoo-Tanz-Schwanker drauf. Rechtlings, rechtlings, betrunken. So, müssen wir doch nirgendwo anders hinfahren. Ist ja praktisch, dass es hier eine Voodoo-Höhle gibt. Wein gekocht. Ja, dann tun wir mal die Voodoo-Puppe. Und wir speichern erst einmal vorher. Nicht, dass wir ganz doof und glücklich vorher mit ihm handeln mussten, um ihm den komischen Trank des Vergessens einzuflößen zu können und so. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Speichern erfolgreich. 13 Stunden, 10 Minuten. Ne, 14 Minuten schon. So, Inventar. Magie. Voodoo-Poppe. Ja, ja. Schmerz, Schmerz, Kopfweh. Wie denn? Du hast doch den Schlüssel zur deine Truhe. So, räumen wir erstmal die Küche leer. Hallo Bones. So, können wir mit den anderen Soldaten reden? Ey, José, sag mal, hast du noch Wein da? Das wird dich aber was kosten. Ach, komm schon, Alter. Du weißt doch, wie scheiße es hier ist, wenn man nicht betrunken ist. Okay, einen gibt's umsonst. Ist echt ein Freund, Bruder. Okay, ich kauf dir den Wein ab. Sag Bescheid, wenn du noch welchen für mich hast. Okay. Hier hast du Wein. Danke. Ich hoffe, du weißt, dass 50 Gold ganz schöner Wucht, aber egal. Okay, wir können noch mehr verkaufen. Hast du nichts zu tun? So, jetzt können wir hier mit den kleinen Kameraden erstmal alles leer räumen, oder? Ja, interessiert ja keinen. Ist ja praktisch. Machen wir mal hier alles leer. Wie denn? Buchband 1.
geschlossen. Was soll denn das? Schreibfehler. So. Ich glaube, der Kamera da oben hat auch noch Truhen drin. Mehr für uns. Wie denn? Wie denn? Ja, alles verschlossen hier. Ich merke schon. Den Krug nehmen wir noch mit. Hier hängt eine Hose und sie weht im Wind. Eine Windhose. Nicht lustig. Ganz schön flach. So, jetzt juckt meine Nase auch nach. Fusel, dies, jenes, Truhe. Warum ist denn hier alles verschlossen? Apfel. So, ist hier im Schlafzimmer noch was zu finden? Ja, das haben wir schon gesehen. Ja, pack das weg jetzt, das Buch. So. Gabel? Löffel, Messer, Gabel. Uff, dicht die Kiste. Mann, oh Mann. Können wir jetzt das Versetzungsschreiben einfach mitnehmen? Toll. Ja, können wir. Können hier sogar das Gold vom Tisch klauen. Goldschale nehmen wir auch nochmal mit. Wenn wir schon dabei sind. Hey, José! Angetreten! Wo bleibt mein Wein? Ich warte jetzt schon seit Ewigkeiten darauf. Hier ist euer Wein. Na, endlich! Glaub ja nicht, dass ich dir das nochmal durchgehen lasse. Wenn du dich weiter so dumm anstellst, lasse ich dich die Stiefel der ganzen Kompanie putzen. Ja, wenn nicht schon. Und, wie war der Wein? Ein Rekrut hat seinen befehlshabenden Offizier über derlei Dinge nicht zu befragen. Was dir dein befehlshabender Offizier aber sagen kann, ist Folgendes. Bringst du mir noch einmal einen Wein, der derart widerlich schmeckt, setzt es was. Kommt mir vor, als würde sich mir der Schädel drehen. Wie steht es um eure Erinnerung, Herr Leutnant? Sag mal, Jorge, was quatschst du mich hier immer noch voll? Ich heiße nicht Jorge, sondern José, Herr Leutnant. Ruhe! Geh zurück auf deinen Wachposten. Tut mir leid, aber ich arbeite in der Küche. Verzieh dich endlich, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Okay, offensichtlich hat das geklappt. Hallo, Äffchen. Da war noch was zu mitnehmen. Wenn wir schon mal ungestraft das einsacken können, nutzen wir die Chance. Zurück in den eigenen Körper. Das Versetzungsschreiben für Rodriguez haben wir auch. So. Rodriguez. Da. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke, Mann. Keine Ursache. Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Du kannst auch bei mir mitfahren, aber das können wir dir leider nicht vorschlagen. Na gut. Da hat man ja wieder ein bisschen was. Irgendwas hat er gerade gerumst. Das werde ich mir jetzt ansehen. Und mit Red beschäftigen wir uns in der nächsten Episode von Risen 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Würde mich über einen Kommentar oder einen Daumen oder ein Like freuen. Wobei ein Daumen und das Like eigentlich das gleiche ist. Aber hey, drück bitte nur einmal rauf. Weil ich glaube, wenn ihr ein zweites Mal drauf drückt, zählt er wieder runter. Also bis dahin. Einen wunderbaren Tag euch allen. Wir sehen uns morgen wieder bei Risen 3 Titan Lords. Ciao.